Der landwirtschaftliche Verein Unterdoggenburg ist seit 1902 im Besitz von der Meiersalb bei Liebigen. Der Verein organisiert die Zömmerung der Rinder und unterhaltet die Alp. Mit grossem alljährlichem Einsatz der Elbler, Vereinsmitglieder und Freiwilligen pflegen wir die Alpweide vor Verbuschung und Verhochhutung zum Erhalt der Artenvielfalt. Meiersalb liegt am Fuß vom Schnäbelhorn auf rund 1100 Meter über Meer. Sie umfasst 64 Hektar. Die herrliche Umgebung ist ein vielbesuchtes Erholungsgebiet und wird durch unser Alprestaurant als Begegnungsort aufgewertet. Wir laden Sie ein, mit uns auf eine kleine Erlebnistour auf Meiersalb mitzukommen. Auf dem rauen Weg durch die sanfte Hügelkette begleitet uns eine wunderbare Tier- und Pflanzenwelt. Vorbei an blühende Heuwiese mit der Vielzahl von Blumen und Faltern sowie vorbei an uralten Zeitzeugen vergangenen Jahren. Auf Schritt und Tritt begleitet uns die Glockengeläute der Rinder, die die saftigen Alpgräser arbeiten. Ende Juli trifft man die Landjugend Alt-Doggenburg, wie sie fleissig die steilen Wildheuplanken von Hand mähen. Da nützlich, hä? Für die rund 80 Rinder bestehen zwei Alpställe. Sie dienen der Unterbringung vom Vieh während der Schlechtwetterperiode sowie auch im Hochsommer, wenn man nur nachts weiden kann. Doch die vergangenen Jahrzehnte sind nicht spurlos am alten Alpstall vorbeigegangen. Ein verwittertes Grundgebälk drängt den Neubau auf. Soll ein grosser, heller Laufstall für 45 Rinder sowie ein Lagerraum und zeitgemäße sanitäre Einrichtungen. Durch die schwierige Zufahrt verteuert sich der Bau enorm. Für die Realisierung des Projekts benötigt man gerne Ihre Hilfe. Nebst den Eigenmitteln und dem Frondienst der Mitglieder erhoffen wir den Fehlbetrag für Ihre grosszügige Unterstützung decken zu können. Herzlichen Dank. Unterstützen Sie das Projekt mit einem Beitrag und geniessen Sie die Natur, die Ruhe und die tolle Aussicht oder erleben Sie einen Sonnenuntergang an dem einzigartigen Flecken Erde.